Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Donnerstagabend gehört auch heute der Politik hier in ORF3, allerdings etwas anders als gewohnt. Ich melde mich hier aus der deutschen Hauptstadt mit einem Inside Berlin, kurz vor den Wahlen zum Deutschen Bundestag. In 10 Tagen sind ja die Deutschen an die Urnen gerufen. Und es ist eine spannende Wahl mit vielen Wendungen, volatilen Umfragen, auch vielen Spekulationen, welche Koalition dann am Ende welche Regierung dabei herauskommt. Dies alles darf ich zum Gegenstand einer Debatte machen und ich darf nun meine Gäste hier in Berlin sehr herzlich begrüßen. Zunächst Daniela Schwarzer, guten Abend. Sie sind Politikwissenschaftlerin, Europachefin der Open Society Foundations, die sich weltweit, glaube ich, für die Beförderung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie einsetzt. Ich begrüße Peter Dausend, Journalist, Kolumnist, Hauptstadtkorrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Guten Abend. Ja. Christian Ankovic, Journalist, Schriftsteller, Autor aus Österreich, Moderator Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zuletzt und schon lange in Berlin lebend und diese Stadt auch kennend und liebend. Ich hoffe, ein bisschen. Und hier neben mir Birgit Schwarz, meine Kollegin vom ORF, sehr lange schon Leiterin des Hauptstadtbüros in Berlin für den ORF, lange Zeit Chronistin über eine beträchtliche Strecke der Merkel-Ära. Hallo. Guten Abend. Ja, bevor wir ins hyperventilierende Getümmel dieses Wahlkampfs einsteigen, möchte ich eine etwas unterkühlte These in den Raum stellen. Nämlich die These lautet, in Deutschland ist alles in bester Ordnung. Wie komme ich darauf, nach einer Langzeitherrschaft einer Kanzlerin im Zeichen der Beruhigung, der Beständigkeit, gibt es nun Kandidaten, eine Kandidatin, die eine gewisse Kontinuität in einer stabilen Demokratie doch versprechen, würde ich sagen, innenpolitisch, aber auch auf der europäischen, auf der geopolitischen Bühne. Populistische Exzesse, wie ich sie aus anderen Ländern, auch mächtigen Ländern kenne, sind mir bislang nicht aufgefallen. Insofern muss man sich um Deutschland eigentlich keine Sorgen machen. Ich würde zunächst den Schriftsteller fragen, Christian Ankovic, Sie haben geschrieben über paradoxale Lebensführung. Sie haben ein Buch geschrieben über Dr. Ankovics kleines Seelenklempnern. Kann man diese Ratschläge auch auf die Politik umlegen, auf den deutschen Wahlkampf? Das definitiv, das glaube ich nicht, nein. Aber das mit alles in Ordnung, Sie bringen ja gleich ganz am Anfang den fundamentalsten Satz überhaupt ins Spiel. Das ist der Vorteil und die Katastrophe gleichzeitig, wenn es man jetzt sehr polemisch sagt, nämlich, dass man den Eindruck hat, es ist alles in Ordnung und es zum Teil stimmt und zum Teil stimmt es eben nicht und es ist eine teuer erkaufte Ordnung. Aber ich glaube, es wird noch Gelegenheit genug sein, darüber zu reden. Aber es ist eins von diesen Vexierbildern, die mir als Österreicher, der ein bisschen zurückgelehnt dem Ganzen zuschaut, auffällt. Und darin liegt eine große Chance und ein großes Problem gleichzeitig. Aber dass am Ende doch alles gut wird, alles in Ordnung ist, das ist doch ein wenig die Maxime der Ära Merkel gewesen, nicht wahr? Also wenn man Frau Merkel von der Ferne als Österreicher zusieht, dann fasziniert sie einen und beängstigt sie einen in einem, mich zumindest. Sie fasziniert einen in diesem antiheroischen, sich selbst zurücknehmenden Gestus, den Deutschland mittlerweile auszeichnet, zum einen. Und zum anderen würde man sie am liebsten, wenn es nicht unhöflich wäre, schütteln und sagen, ist da überhaupt kein aufregenderes Leben außer Besonnenheit. Analytischer Scharfblick, das kann Daniela Schwarzer beitragen. Sie beobachten Deutschland gewissermaßen als Richtgröße der internationalen Vernunft auf europäischer Bühne, auch auf der geopolitischen Bühne. Würden Sie sagen, mit Blick auf das Wahlkampfgetümmel, das Sie ja mitverfolgen, sind große Erschütterungen zu erwarten, die von Deutschland künftig ausgehen könnten? Ich erwarte keine, aber es ist sehr interessant zu sehen, wie stark das Ausland auf diese Wahl blickt und insbesondere unsere europäischen Partner. Die Anzahl an Fragen, die alle möglichen Akteure in Berlin im Moment kriegen, wer wird's und was heißt das und was kommt da raus, das hat viel damit zu tun, welches politische Gewicht Bundeskanzlerin Merkel auf europäischer Ebene hatte. Sie ist die seit 16 Jahren und damit am längsten im Europäischen Rat vertretene Regierungschefin, die auch den Ruf hat, dass sie nachts am längsten ausharrt, also Nächte durchverhandelt und damit auch
Partner, die sich querstellen, an die Wand verhandeln kann, Kompromiss bilden kann. Aber sie hat Sachen vorangebracht, aber sie hat auch in ganz vielen Punkten gebremst. Und da liegt eben auch aus europäischer Sicht die große Ambivalenz der Amtszeit Merkel. Wenn wir uns 10 Jahre zurückversetzen, Eurokrise, Bankenkrise, Staatsverschuldungskrise, der Preis der Rettung Griechenlands ist über die Monate von Januar bis Mai gestiegen. Unter anderem, weil Deutschland erstmal abwarten wollte, erstmal gucken wollte. Und die Märkte wurden immer verrückter und dann war der Preis der Rettung auch höher. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass sie mit ihrer Politik, die sie im Inneren gepflegt hat, nie aufgeregt, nie, außer vielleicht bei der Entscheidung über den Atomausstieg, Ad-hoc-Entscheidungen, sondern gerade bei europäischen Verhandlungen sehr auf lange Sicht gespielt und Fortbewegung war immer nur inkrementell unter ihrer Führung. Mhm. Fragen wir Peter Dausen, wie nervös sind Sie als Beobachter des Wahlkampfes? Ich zitiere, Jürgen Habermas, er hat Frau Merkel mal vorgeworfen, das, was sie mache, sei tranquillistisches Herumwursteln. Könnte fast von Ihnen stammen, Herr Ankovic, diese Formulierung. Wird dieses Herumwursteln weitergehen oder ist mit dem Weiter-so, ich höre das öfters im deutschen Wahlkampf, dass es nicht mehr geben soll, ist es wirklich vorbei mit dem Weiter-so? Naja, wenn man das halbwegs ernst nimmt, was jetzt die Parteien sagen, also alle drei, die Kanzler künftig stellen wollen, dann ist es vorbei damit, aber das wird sich dann erst nach dem 26. November natürlich zeigen. Ich glaube, dass die Ära Merkel, ich bin da sehr schon bei Ihnen beiden, dass sie wirklich ambivalent ist. Sie war, glaube ich, eine sehr gute Kanzlerin im Reagieren. Sie hat das Land sehr gut durch diverse Krisen, die wir hier hatten, es ist ja nicht nur die Griechenland-Krise gewesen, sondern vorher schon die Wirtschaftskrise, Griechenland-Krise hängt natürlich damit zusammen, bis hin zur Pandemie, bis hin zur Klimakrise. Das kann man aber auch wieder dann kritischer sehen. Aber sie hat das Land grosso modo gut durch diese Krisen geführt, aber sie hat keine eigenen Akzente gesetzt. Also sie hat nicht von sich aus heraus jetzt eine große Reformagenda in irgendeiner Richtung aufgesetzt. Man hat es mal vermutet beim Klima, also bevor die Weltwirtschaftskrise ansetzte, war sie ja schon mal die Klimakanzlerin, wo sie sich sehr wirkungsmächtig in Grönland hat vor den Eisbergen fotografieren und filmen lassen. Und dann ist aber nichts mehr gekommen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil man mit der Wirtschaftskrise den Eindruck hatte, oder sie den Eindruck hatte, sie kann den Deutschen jetzt nicht noch mehr zumuten. Das ist jetzt schon Zumutung genug. Und dieses Motiv des Nicht-Zumutens, das hat sich, glaube ich, bis heute gehalten. Und wenn wir diverse Punkte, die liegen geblieben sind, jetzt wirklich angreifen wollen, dann müssen wir das, was Sie ja gefragt haben, da muss das nächste Jahrzehnt wirklich ein Entscheidungs- oder Modernisierungsjahrzehnt werden, von dem jetzt im Wahlkampf überall die Rede ist. Ja, Birgit, sprechen wir über die Zumutungen des Wahlkampfes, in dem Angela Merkel auch noch eine Rolle spielt. Eine grandiose Wahlkämpferin war sie eigentlich auch nie, aber sie tritt nun wieder auf an der Seite des Kandidaten. Sie hat auch im Bundestag propagandistische Worte gefunden für den Wahlkampf der Union. Wie groß ist Ihre Strahlkraft in dich auf diesen letzten Metern des Wahlkampfes? Also das ist interessant, weil sie sich ja anfänglich komplett aus diesem Wahlkampf herausgehalten hat. Und sie hat sich nicht nur aus diesem Wahlkampf herausgehalten, sie hat sich auch herausgehalten bei der Frage, wer wird ihr nachfolgen als potenzieller nächster Kanzler der Bundesrepublik. Da gab es einen Machtkampf in ihrer Parteienfamilie. Der Kandidat der CDU, Armin Laschet, ist es letztlich geworden, aber nicht mit ihrer Hilfe. Also da hat sie sich sehr nobel zurückgehalten. Und in der Tat waren wir alle überrascht, dass sie bei ihrer vermutlich letzten Regierungserklärung, wo eigentlich Afghanistan das Thema war, für Armin Laschet auf einmal wirklich Partei ergriffen hat und gesagt hat, Deutschland wird es nur weiter gut gehen mit einem Bundeskanzler Armin Laschet. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Auch das Forum war ungewöhnlich. Was jetzt passiert, sie wird tatsächlich auch im Wahlkampf noch mit ihm auftreten. Das war so nicht geplant. Auch dieser Appell für Armin Laschet im Bundestag, das hört man aus ihrem Umfeld, ist relativ kurzfristig entschieden worden. Die Angst war ein bisschen, wirkt das wie ein Verzweiflungsakt. Und was man dann aus dem Kanzleramt gehört hat, naja, die Lage ist ja auch einigermaßen verzweifelt für unseren Kandidaten. Also in der Tat, jetzt auf den letzten Metern springt sie ihm zur Seite, weil es ihr eben offensichtlich nicht egal ist, ob womöglich der Sozialdemokrat Olaf Scholz das Rennen macht. Ja, ich frage mich nur, ob es ihm nutzt, also dem Kandidaten Laschet, weil es macht ja ganz offensichtlich, dass es da ein Defizit gibt. Und in das muss sie jetzt, in diese Lücke, die Laschet da lässt, muss sie jetzt reingehen. Das macht eher seine Schwäche deutlich, als dass es jetzt nochmal nutzt, weil die Leute wissen natürlich schon, dass Angela Merkel hier nicht mehr zur Wahl steht.
Und sie polarisiert ja auch schon am Ende dieser 16 Jahre. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Deutschen, die Beliebtheitswerte sind natürlich hoch für sie nach wie vor, aber es gibt auch viele, die vielleicht auch versucht sind, jetzt wieder CDU zu wählen, weil sie halt eben eine konservativere Politik sich erhoffen, von den Auftritten von Merkel womöglich gar nicht so sehr begeistert sind. Jetzt sind wir mitten im Getümmel. Ich habe das Eigenschaftswort verzweifelt gehört. Die Emotionen gehen hoch in diesem Wahlkampf. Und mir fällt aus Ihrer Zeitung ein Leitartikel ein von Bernd Ulrich, der gesagt hat, sind die Deutschen verrückt? Und er hat das so gemeint, einerseits gibt es sehr, sehr große Herausforderungen, die Pandemie, das afghanische Debakel, über das noch zu reden sein wird, ein wirtschaftlicher Neustart auch. Andererseits hat man sich im Wahlkampf sehr befasst mit dem Lachen von Armin Laschet, mit Annalena Baerbocks möglichen Plagiaten und anderem. Und das schreibt nun die Zeit, sind die Deutschen verrückt geworden, sich mit sowas zu beschäftigen, mitten in einer Krisenzeit. Dr. Ankovic, was sagen Sie dazu? Sind die Deutschen verrückt geworden? Ich finde diesen Wahlkampf einen gelinden Skandal, ehrlich gesagt. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Warum? Aus dem Grund, weil markant politisch Visionäres, was sich ändern sollte, nicht durchdringt, in keiner Art und Weise. Weil wenn ich wählen würde, wo ich froh bin, es nicht zu können, ich hätte nicht den Hauch einer Idee, was man sinnvollerweise lösen, aufgrund der Parteiprogramme, und das geht nur nicht nur mir so, sondern es ist jetzt eine Allensbach-Umfrage erschienen in der FAZ, wo drinnen steht, 50% der Leute haben keine Ahnung, was, wofür dieser Wahlkampf ist. Das ist ein Skandal, sorry. Ich weiß nicht, was ich... Ja, ich glaube, es gibt eine Ausnahme, und das ist die grüne Kandidatin, die versucht zumindest einen Bruch mit dem Bestehenden darzustellen, recht, und die deutlich sagt, also mit uns wird das Leben anders, und die auch sehr konkret geworden ist in den Vorschlägen. Nur die sind teilweise eben unangenehm, weil das heißt, Autofahren wird langsamer und teurer, und sie hat einfach sehr konkrete Dinge auf den Tisch gelegt, hat aber gleichzeitig gesagt, ja, mit uns gibt es auch eine gewisse Vision, Deutschland in Europa, in der Welt, nur die Reaktion ist so spannend, nämlich, dass sie im Internet zerlegt wird, in sozialen Medien, für Dinge wie ihr Lebenslauf, den sie korrigieren musste auf ihrer Website, und solche Geschichten, die massiv angegriffen wird, auch sehr unfair angegriffen wird. Halten Sie das nicht für gerechtfertigt, diese Angriffe? Die Korrektur des Lebenslaufs, sie dafür zu kritisieren, das ist eine Sache. Aber sie wird als Frau diffamiert mit Bildern, die wirklich unter die Gürtellinie gehen, mit Fotomontagen und so weiter. Das habe ich im Wahlkampf so noch nicht gesehen in Deutschland. Und das ist vielleicht einer der Punkte, wo wir tatsächlich dieses Mal was erleben, wo ein bisschen was bei uns übergeschwappt ist. Sie sagten am Anfang, alles läuft so ruhig und gesittet ab, was die Kandidaten anbelangt. Ja, viel zu langweilig. Aber was sich in sozialen Medien abspielt, finde ich, sehen wir dieses Mal Dinge, die über das hinausgehen, was wir aus anderen Wahlkämpfen. Ich würde ja mal gerne inhaltlich einmal widersprechen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Grünen wirklich eine ganz große andere Erzählung, eine visionäre Erzählung haben. Ich bin ehrlich gesagt von dem grünen Wahlkampf ziemlich enttäuscht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Grünen ausgerechnet in dem Moment, wo ihr Großthema sich hier in Deutschland oder weltweit, was haben wir alles in diesem Sommer alles erlebt, wo sich wirklich manifestiert, dass der Klimawandel irgendwie für die Leute erfahrbar ist, da verliert sich der grüne Wahlkampf in Einzelpunkten. Es wird das Drama des Klimawandels gar nicht richtig erzählt. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich ein großer Vorteil gewesen, weil Habeck da eine große Stärke hat. Wäre er in der Situation der bessere Erzähler gewesen und damit vielleicht auch der bessere Wahlkämpfer. Ich hab den Eindruck, dass die Grünen wirklich irgendwie kleinmütig werden in diesem Wahlkampf und den Leuten auch nicht wirklich sagen, wir muten euch was zu, weil sie Angst haben vor den Verhetzungskampagnen, die es dann geben würde. Würde es mit Sicherheit ja auch geben, die Verbotspartei. Das kriegst du ja schon zu hören. Ne? Das kriegst du schon zu hören. Das wäre ungleich heftiger, wenn man es stärker machen würde. Wer regieren will, kommt nicht mit der Apokalypse daher wahrscheinlich. Und ja, das ich glaube, ein angstbasierter Wahlkampf ist auch kein... Ja, aber die Frage ist, ob die Dringlichkeit es nicht trotzdem mal notwendig macht, dass man den Mut hat. Es hätte keiner den Mut, das zu versuchen. Ja. Das ist das, was mich frustriert. Das Interessante ist ja, dass es sogar eine strategische Entscheidung des grünen Wahlkampfteams ist, das Thema
nicht so groß zu spielen, weil sie Angst haben, als Besserwisser dazustehen in einer Zeit der Krise. Deshalb ist ja Frau Baerbock zum Beispiel, als sie in das Katastrophengebiet nach den Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen gegangen ist, ist sie dorthin gegangen, ohne Kameras, ohne Fotografen und hat erst nachher gesagt, dass sie dort war, um eben niemals den Eindruck zu erwecken, dass man jetzt so eine Art Krisengewinnler sein möchte. Also die Partei, die es immer schon gesagt hat, dass der Klimawandel tödlich ist. Wahrscheinlich ist es die falsche Entscheidung, aber es ist eine bewusste strategische Entscheidung des grünen Wahlkampfteams, eben sich jetzt nicht so massiv auf dieses Thema zu setzen. Aber diese Feigheit oder diese Zurückhaltung, je nachdem, in der Doppelbedeutung, kennzeichnet aber meiner Meinung nach alle. Also für mich am paradigmatischsten ist es, wie die ganze SPD sich hinter diesen Technokraten und Beruhigenden und Hanseaten Scholz versteckt. Die Frau Eskens taucht zum Beispiel überhaupt nirgendwo mehr wo auf und die wäre durch, oder der Herr Kühnert, die ja durchaus in der Lage wären, ein paar linke Pointen zu setzen, ob man sie jetzt mag oder nicht. Die tauchen, also ich subjektiv habe den Eindruck, es wird eine riesengroße eine Packung geschnürt, wo keiner weiß, was drin ist, unter Umständen nicht einmal die Beteiligten, und hinterher werden wir alle dabei zuschauen, wie die das auspacken und on the fly ein Ding zusammenbauen, wo man gesagt hat, das hätte man jetzt aber nicht. Ja, das halte ich für absurd. Also ehrlich gesagt, für total absurd. Also vorzustellen, dass halt nach einem Wahlkampf, wo Olaf Scholz die SPD von 15%, wo sie zwei Jahre lang irgendwie einbetoniert war, dass sie 15% befreit und dann auf 25% führt und womöglich ins Kanzleramt führt, dass dann Esken oder Kühnert wieder auftauchen und die Partei irgendwo anders hin entführen, wo Scholz gar nicht hin will, das ist wirklich absurd, das ist überhaupt gar nicht vorstellbar. Die sind natürlich, dieser ganze Wahlkampf auf Olaf Scholz zugeschnitten, aus einer richtigen Erkenntnis heraus, also taktisch richtigen Erkenntnis heraus, nämlich dass man erkannt hat, dass die Leute viel stärker als früher die Person wählen und nicht mehr so sehr die Partei. Es galt immer der Grundsatz, in Deutschland würden Parteien gewählt und nicht Personen. Das haben wir schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich wage die These, dass die CDU nicht so gut abgeschnitten hätte bei der letzten Wahl, wenn sie einen anderen Kandidaten als Angela Merkel gewählt hätte. Es gibt ganz viele Merkel-Wähler, die jetzt wieder zurückgehen zu den Parteien, aus denen sie gekommen sind. Das sieht man jetzt in den Umfragen. Jetzt sind wir bei den Namen angelangt und diese Namen waren schon ganz vorne mal. Annalena Baerbock wurde als Kanzlerin schon fast gehandelt, auch Armin Laschet. Olaf Scholz war lange Zeit auf der programmierten Verliererbank gewissermaßen. Und nun habe ich am 12.05.2021 in der Zeit gelesen von Ihnen, Peter Dasent, eine sehr kühne These damals. Olaf Scholz könnte doch noch Kanzler werden. Im Ernst? Fragezeichen. Ja doch? Rufezeichen. Eine kühne These damals. Ist sie mit Gelächter quittiert worden? Ja, natürlich. Also ein bisschen so meinem eigenen Chefredakteur, der sich köstlich darüber amüsiert hat, aber fand es ganz vernünftig argumentiert, deshalb können wir es drucken. Und es ist, glaube ich, das ist das, was ich eben gesagt habe. Also die Person ist ganz entscheidend, und warum ist sie in diesem Wahlkampf so entscheidend? Weil halt es kein Amts... oder warum hat Scholz immer eine Chance? Weil halt keine Amtsinhaberin oder kein Amtsinhaber da ist. Das haben wir zum ersten Mal seit der allerersten Wahl in der Bundesrepublik, dass nicht ein Amtsinhaber wieder antritt. Und wenn man sich anschaut, wer die beiden anderen Konkurrenten sind, das habe ich damals getan ein bisschen, dass die Deutschen in ihrem Wunsch nach Stabilität und Sicherheit nicht in Scharen zu einer 40-jährigen Grünen überlaufen, die keine Regierungserfahrung hat, das war relativ leicht zu prognostizieren. Und bei Laschet, der hat auch auf der Bundesebene nie eine große Rolle gespielt. Er führt zwar jetzt ein großes Bundesland, aber es ist eine andere Liga. Mhm. Er ist auch als internationaler Akteur nicht aufgetreten. Und da hat Scholz natürlich durch seine Funktionen, die er hatte, große Vorteile. Und bis hin zu dem, die er heute natürlich noch hat. Er ist der Vizekanzler und die Leute suchen irgendwie Vertrauen in einer Person. Und dann geht man wahrscheinlich, das war ja die Prognose damals, zu jemandem, den man kennt, der seriös auftritt, der mit Sicherheit kein großer Charismatiker ist, braucht es aber auch nicht. Die Deutschen haben eine Sehnsucht nach Stabilität, selbst im Wandel eine Sehnsucht nach Stabilität. Und das verkörpert er eigentlich ganz passend. Das da ist wieder das Motiv, alles in bester Ordnung. Man dachte, Birgit Schwarz, Armin Laschet würde die Kontinuität garantieren von der Merkel-Ära hinein in die Zukunft. Und nun steht Olaf Scholz da mit der Rautengestik gewissermaßen und übernimmt dieses Erbe. Kann man das so sagen?
Ja, das ist von Anfang an die Strategie gewesen. Mhm. Also es ist wirklich interessant. Genau das, was Peter Tausend jetzt geschildert hat. Der zusätzliche Vorteil, den Olaf Scholz hat, der ist auch noch der Finanzminister, der Corona-Hilfen verteilt seit 1,5 Jahren und sozusagen damit auch das repräsentiert, was Angela Merkel so lange für die Deutschen verkörpert hat, nämlich das gelungene Krisenmanagement. Und was interessant ist, ist dabei, dass dabei eben völlig in den Hintergrund tritt, dass er als Finanzminister, zumindest als Aufsicht oder als Rechtsaufsichtsbehörde, den einen oder anderen gröberen Finanzskandal nicht mitverantwortet, aber dass man ihm da zumindest ein Aufsichtsversagen zuschreiben muss. Das kommt quasi nicht vor. Dieser Wahlkampf ist sehr schlau, sehr früh konzipiert worden. Olaf Scholz ist schon seit mehr als einem Jahr der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, hat dann stoisch ertragen, dass er im 15% Loch geblieben ist, eigentlich bis Mitte, Ende August. Und hat aber immer wieder seine Botschaften transportiert, wie ein Mantra. Das Wort Respekt, das Wort, ich stehe für 12 Euro Mindestlohn, ich stehe sozusagen für billige, kontrollierte, bezahlbare Mieten. Das ist total konkret und für die Leute fassbar. Und es ist ein offensiver Wahlkampf. Die Grünen, wir haben uns schon drüber unterhalten, sind durch die Geschichte mit Annalena Baerbock in die Defensive gekommen. Seitdem erlebe ich einen sehr zurückhaltenden Wahlkampf. Wir haben das schon anhand des Klimathemas abgehandelt. Und Armin Laschet musste mehrere Kämpfe überstehen, um überhaupt in die Position des Kandidaten zu kommen, ist entsetzlich gerupft übergeblieben, hat sich dazu noch Fehler geleistet. Social Media ist gnadenlos. Dieser eine Lacher im Flutgebiet hängt ihm bis heute nach, obwohl unsere Kollegin vom ORF, die ihn den ganzen Tag begleitet hat, die sagt immer wieder, das bildet den Tag überhaupt nicht ab. Der war dort, der war bei den Leuten, der hat absolut einen perfekten Job als Landesvater dort gemacht. Aber was übrig geblieben ist, sind diese 7,5 Sekunden auf Social Media, wo er im Hintergrund lacht, während im Vordergrund der Bundespräsident spricht. Das ist ungerecht, aber so ist das Leben. Und wir sehen jetzt bei der CDU und bei Armin Laschet einen unfassbar schwammigen und defensiven Wahlkampf. Er kommt ja überhaupt nicht mit seinen Themen nach vorne. Und das hat vielleicht bei einer Angela Merkel funktioniert. Inzwischen schauen ja auch seine Wahlplakate, seine jüngsten, so aus wie die, die wir schon von Merkel gesehen haben. Aber das funktioniert eben nicht bei einem Kandidaten, der den Deutschen gesamt eben noch nicht so vertraut ist wie die Bundeskanzlerin dieses Jahr. Oder wie Olaf Scholz. Ja, mich erinnert das fatal an den letzten Wahlkampf von Martin Schulz, also bei der SPD. Der hat genau das gemacht, was man jetzt auch bei Armin Laschet bewundern oder bestaunen muss, bewundern kann oder bestaunen muss, dass er nämlich permanent andere Themen setzt. Ja? Ein Themenhopping, es gibt kein Zentrum, es gibt keinen Schwerpunkt. Da wird ein Team vorgestellt, ein Zukunftsteam von Akteuren, die man zum Großteil nicht kennt. Dann kommt nochmal, wir haben 150 Seiten Programm schon verabschiedet, dann kommt nochmal ein extra Papier zur Klimapolitik, zur Steuerpolitik, zur Wirtschaftspolitik. Lauter Ereignisse werden kreiert, um ihm nochmal irgendwie eine Bühne zu bieten. Aber wo ist das Zentrum? Was ist die Kernbotschaft in diesem Wahlkampf? Das schließt sich mir nicht. Ja, und in den Talkshows hat er sich vor allem auf Angriffe fokussiert. Ne? Also ein ganz großer Teil seiner Redezeit waren Angriffe auf Olaf Scholz und nicht das positive, starke Messaging davon. Während Olaf Scholz auf den Stoizismus setzt, dieses Wort ist schon gefallen. Christian Ankowitsch, wie sehen Sie das? Ein Mann aus dem Kühlregal hat der Spiegel geschrieben. In der Zeit habe ich gelesen, er sei ein Ansagertyp mit Büroleiter-Charme. Wer? Olaf Scholz. Wie begeistert sind Sie von diesem möglichen künftigen Kanzler? Ich finde ja, die drei Kandidaten bzw. Kandidatinnen sind ja die drei Hauptaspekte, die für mich Deutschland ausmachen. Das eine ist so quasi diese Laschet in dieser unheroischen, selbstverzwergenden, vorsichtigen, zurücknehmenden, ja, niemand soll sich vor Deutschland fürchten Rolle. Der Scholz ist diese technokratisch coole Person aus Hamburg. Ich habe 10 Jahre in Hamburg gelebt, ungefähr. Ich glaube, ein bisschen den Hamburger Spirit zu kennen. Extrem angenehm. Man verkümmert zwar emotional völlig, aber der Zug fährt günstig, die Leute halten sich in Fahrbrenner. Und das Dritte, Frau Baerbock, ist für mich so dieses moralische
diese moralische Instanz im Negativen wie im Positiven. Im Positiven, dass sie wirklich ein Thema auf den Punkt bringt, sagt, Freunde, es brennt der Hut, aber gleichzeitig in dieser Verbotsvariante. Ja? Also so quasi, es ist diese strenge, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und nie die Debatte darüber, geht es vielleicht in positiv nach vorne gewandt, diese Rettung. Ja? Also Rettung könnte ja eine technische Großleistung sein. Und darin, und das ist eine These, an der ich nicht locker lassen will, dieser Wahlkampf ist ein Ding, nichts von diesen utopisch visionären, vorwärtsgewandten Themen, dort 12 Euro in der Stunde, das ist für Menschen, ich würde das jetzt nicht kleinreden, dass das nicht existenziell wichtig ist, aber es ist keine Leitlinie, es geht nirgendwo hin. Wohin will diese Kiste Deutschland? Wohin will diese Kiste? Fragen wir Frau Schwarzer. Ja. Ist das alles kosmopolitisch genug, was Sie da hören? Es war davon die Rede, Deutschland muss mal auf den Tisch hauen. Es war viel davon die Rede, Deutschland muss mehr außenpolitische Verantwortung übernehmen, mehr Dezisionismus möglicherweise zeigen. Wenn Sie diesen Wahlkampf verfolgen, sind Sie da optimistisch, dass Deutschlands Rolle als führende Weltmacht oder als tonangebende Kraft im europäischen Prozess auch erhalten bleibt? Ich bin da etwas skeptisch, weil meiner Ansicht nach der Ernst der Lage nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch was die internationalen Entwicklungen anbelangt, nicht benannt wird, so wie sich das Außenpolitik darstellt. Außenpolitik kam gar nicht vor in diesem Wahlkampf. Kam ein bisschen vor. Es gab ein, zwei direkt außen- und europapolitische Diskussionen von der Münchner Sicherheitskonferenz, dann beim Europaforum des WDR, wo die drei sich getroffen haben. Erstmal lagen sie da sehr nah beieinander und auch dort fehlte der große Blick nach vorn und die Frage, wie hat sich unser internationales Umfeld eigentlich verändert und was heißt das, wie wir uns aufstellen müssen? Und da sind die Herausforderungen, die auf Deutschland zukommen, als Europa insgesamt riesengroß. Denn wir wissen genau, wir können uns jetzt vielleicht noch mal 3 Jahre auf die Amerikaner verlassen. Ob das dauerhaft geht, wissen wir nicht. Trump hat uns genug gelehrt. Wir haben die Situation mit China, dass wir da ein zunehmend aggressiveres Verhalten auch in unseren Binnengrenzen erleben. Gleichzeitig haben wir wirtschaftliche Abhängigkeiten. Das heißt, auch hier brauchen wir eigentlich ein Gesamtmodell, wie wir nach vorne kommen wollen. Und das ist... Also Außenpolitik wird in den Debatten kaum gesetzt. Das letzte Triell, also der Kampf, der Wettstreit der drei Kandidaten und der Kandidatin, da haben die Moderatoren es gar nicht für nötig gehalten, eine Frage zu stellen, die Internationales anbelangt. Und die Kandidaten haben die Themen, die da waren, auch nicht genutzt, um zu zeigen, dass sie über die eigenen Grenzen wirklich hinausdenken. Olaf Scholz könnte die Wahl gewinnen. Was aber nicht heißt, dass er auch Kanzler wird. Es gibt da verschiedene Optionen und damit müssen wir unweigerlich in das Dickicht der Koalitionsvarianten einsteigen. Peter Dausend, wohin geht die Reise? Naja, ich würde mal die These wagen, wenn Scholz vorne liegt, wird er auch Kanzler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Armin Laschet, der von der CDU kommt, die am Wahlabend 10, 11, 12 Prozent womöglich verliert, dann als Zweiter hinter Olaf Scholz landet, dass der mit einer innerlichen Berechtigung sagen könnte, ich werde jetzt Kanzler. Natürlich, man hört es ja erstaunlicherweise auch kaum, nur ganz, ganz wenig von der CDU und schon gar nicht von der CSU. Da hört man andere Töne nach dem Motto, man kann ein solches Ergebnis nicht als Regierungsauftrag deuten, hat Herr Söder schon gesagt. Man hört es aber am stärksten von der FDP. Das ist eine taktische Positionierung vor der Wahl, glaube ich. Lindner will die Partei so positionieren, dass letztendlich sie, die kommende Regierung, wie immer sie aussehen wird, in der Mitte halten wird. Also es gibt ja die beiden größten Möglichkeiten, die jetzt diskutiert werden. Das ist auf einmal eine Ampel, also eine Koalition SPD, Grüne und FDP oder halt eine Jamaika-Koalition, Grüne, FDP, angeführt von der CDU, CSU. Die stehen sich gegenüber und es wird eine lange, lange, wenn es so ausgeht, dass beide Varianten möglich sein werden am Wahlabend, wird es, glaube ich, sehr lange Sondierungsgespräche geben. Es wird ja auch eine sogenannte Deutschlandkoalition möglich sein, also Union, SPD und FDP. Auch das wird man, glaube ich, sondieren. Womöglich wird man sogar ein Linksbündnis sondieren, damit man Druck aufbaut in alle Richtungen. Linksbündnis wird es aus meiner Überzeugung auf keinen Fall geben, aber man wird es sondieren. Also man braucht Druckpotenzial, um die zwei entscheidenden Parteien, das sind die FDP und die Grünen, in welche Richtung bewegen die sich? Weil man sieht immer nur, es ist ein wahnsinnig weiter Weg für die FDP zu einer rot geführten Ampel. Aber es ist aber auch ein wahnsinnig weiter Weg für die Grünen zu einem Jamaika-Bündnis. Man darf das nicht verwechseln mit der Situation von vor 4 Jahren, weil das Klimathema ist so immens an Bedeutung gewonnen. Die ganze Glaubwürdigkeit der Grünen hängt daran. Und wie man das mit CDU und FDP umsetzen will, das, was man jetzt den Leuten die ganze Zeit erzählt hat,
das wird extrem schwierig sein. Also es wird sehr munter und es wird lange dauern, glaube ich. Es wird Druck aufgebaut, sagten Sie, und Sie erwähnten eine Koalitionsvariante, mit der die CDU jetzt noch Wahlkampf betreibt, die Rote Socken-Kampagne. Um Gottes Willen, Olaf Scholz könnte auf die Idee kommen, die Linken einzubinden in seine Koalition. Wie gefährlich wäre das, wie wahrscheinlich ist das, Birgit? Also ich glaube, dass diese Kampagne allen auf die Nerven geht. Das wird immer wieder sozusagen aus der Schublade geholt von CDU, CSU. Und es ist eigentlich defensiv und es ist ein Verzweiflungsakt. Ich glaube, dass ein solches Bündnis sondiert werden wird. Ich bin sehr sicher, dass es nicht zustande kommen wird. Und ich bin genauso sicher, dass wenn es zustande kommen würde, dass es dann nicht sehr lange halten würde. Warum schließt also Scholz nicht aus, wie Sie ihm empfohlen weil haben? Er das als Machtoption braucht. Er braucht es als weitere Machtoption. Er muss irgendwie signalisieren, dass er es eh nicht machen wird. Er muss aber die Erzählung aufrechterhalten, damit die Reihen hinter ihm geschlossen bleiben und nicht eben seine Parteivorsitzende Esken oder Kevin Kühnert für die Basis, für sozusagen den linken Flügel in der SPD nicht dann doch aus der Kiste kommt und sagt, naja, aber das schließen wir dann doch nicht auf. Und dann hätten sie 10 Tage vor der Wahl genau den Konflikt, den sie vermeiden möchten. Also wie gesagt, er muss sich das als Machtoption offen halten, auch um den Preis für eine etwaige Ampel kleiner zu halten. Aber wie gesagt, A, ich glaube, es kommt nicht zustande und B, wenn es zustande kommt, hält es nicht lange und würde alles in den Schatten stellen, was wir bei Rot-Grün gesehen haben, Schröder-Fischer. Ja, die Linke glaubt ja selbst nicht dran. Also die legen zwar jetzt Papiere vor und beschreiben die Deckungsgleichheit diverser Themen, das ist ja vollkommen außer Frage, dass man bei der Sozialpolitik und beim Klimawandel und so weiter, Kampf gegen Klimawandel, sehr nah beieinander ist. Aber jenseits der großen Differenzen der Außenpolitik gibt es natürlich noch was anderes. Also wenn man mit grünen Spitzenpolitikern redet, mit linken Spitzenpolitikern redet, dann sagen die selbst, wir brauchen so ein Bündnis, braucht 20 Stimmen überm Durst, damit wir die Irren in unseren eigenen Reihen auffangen können. Also die Irren, die halt in einer, das sehen Sie das, das ist nicht meine Bezeichnung, ist die eigene Bezeichnung, also die Leute, die halt bei Abstimmungen dann meinen, in jeder Abstimmung nur ihrem eigenen Gewissen oder ihrer eigenen ideologischen Überzeugung folgen zu können und nicht irgendwie die Regierungsfähigkeit aufrechterhalten zu wollen. Und das würde diese Regierung, da gebe ich Birgit Schwarz vollkommen recht, das würde diese Regierung, wie käme sie zustande, sehr schnell zerreißen und Scholz weiß das, deshalb wird er sich darauf aus meiner Sicht einsetzen. Und außenpolitisch würde es wohl gar nicht gehen, Distanz zur NATO, Distanz zur EU, das wäre wohl ein Aufschrei auf internationaler Bühne. Aber ja, das würde unsere Partner sehr, sehr schocken und würde uns quasi in die Handlungsunfähigkeit drängen, wenn Deutschland bei NATO-Einsätzen grundsätzlich dagegen ist, schon mal bevor überhaupt darüber nachgedacht wird, was es wäre, wenn Deutschland nicht daran mitwirkt, dass die Europäische Union ihre internationale Rolle stärkt, was sie unbedingt tun muss. Dann verlieren wir eigentlich auch in anderen Feldern jegliche Glaubwürdigkeit und Führungsstärke. Ja. Christian Ankovic, fürchten Sie sich, Sie leben in einer Stadt, die rot-rot-grün regiert wird? Schlecht regiert wird. Wie ist das so? Schlecht regiert wird. Warum? Sehr schlecht. Das wäre nämlich die Realpolitik. Ja, also wenn jemand wissen will, wie rot-rot-grün funktionieren könnte, dann muss er schauen, wie Berlin funktioniert. Also insofern, das wird, ich glaube, das ist ja die Allensbach-Umfrage, die aktuelle. Niemand hat einen Hauch einer Ahnung, was kommt. Niemand. Weil es eben auch so eine ungewöhnliche Situation ist. Das übrigens nur Widerspruch vor 2 Stunden. Laut dieser Umfrage wünschen sich die Leute sehr wohl Inhalte, und zwar in einer überwiegenden Zahl. Sie kriegen sie nur nicht. Und deswegen klammern sie sich an diese Figuren. Insofern hätte unter Umständen, jetzt als klingen wir Politikberater, und das bin ich nicht. So. Und das Ungewöhnliche ist eben, dass nach 16 Jahren eine Figur, die, wenn auch umstritten, eben diese Stabilität signalisiert hat, abtritt und zum ersten Mal seit eben 1948 ein Regierungschef, eine Regierungschefin sich nicht mehr zur Wahl stellt. Und deshalb ist das Feld so unglaublich offen und deshalb ist es, glaube ich, auch so schwierig für die Leute, sich da zurechtzufinden. Also wenn Deutschland ein Familienunternehmen wäre, dann würde das Familienunternehmen jetzt pleite gehen mit dem ehemaligen Chefin Merkel, denn ein klassisches Familienunternehmen würde seit 10 Jahren für die Nachfolge gesorgt haben. Und 50% der Firmen gehen kaputt, Familienunternehmen, weil die das eben nicht tun. Und also diese Zögerlichkeit, also das ist schon, also ich finde das total irritierend von außen,
Wie, man hat immer den Eindruck von der Frau Merkel gehabt, sie schwebt nicht nur über dem Alltagskram, sondern über den Nachfolger oder Nachfolgerin auch. Das scheint sie überhaupt nicht. Es gab einen Plan. Mit Nein, das Familienunternehmen in dem Gleichen ist es nicht Deutschland, aber es ist jedenfalls die CDU. Also da hat sie nicht für Nachfolge gesorgt. Das ist und da doch, erleben und das wir verstehe. Genau diese... Können Sie das erklären? Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Verstehen war doch Annegret Kramp-Karrenbauer mal war ja ausgemacht. Ja, es ist aber dann nicht aufgegangen. Weil ja, aber da war ja trotzdem noch Zeit. Aber können Sie mir das erklären? Oder Sie kennen das genauso. Aber können Sie mir erklären, warum das so ist? Das würde mich wirklich interessieren. Nein, gab es mal irgendwann jemanden, der das wirklich geregelt hat, ist ja die Frage. Genauso gut wie... Wir reden immer nach, wir wünschen alle Inhalte in Wahlkämpfen. Wo gab es denn mal einen inhaltsgetriebenen Wahlkampf? Aber von Angela Merkel schreibt man ja Fähigkeiten zu, vollkommen zu Recht, die ja weitsichtig, strategisch, langsam, im richtigen Augenblick, wild entschlossen. Sie hat eine Grundüberzeugung gehabt, dass der Nachfolger, ihr Nachfolger, sozusagen aus eigener Stärke heraus dieses Amt anstreben muss und auch erreichen muss. Man kann keinen Kanzler bestimmen. Man kann sich keinen aussuchen. Aufs Pferd helfen. Sie hat es ja dann doch, sie hat es ja dann doch gemacht. Sie hat es ja dann doch gemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer, genau. Ja. Und das ist schiefgegangen, hat sich dann in der Thüringen-Krise, damals nach der Landtagswahl, wo plötzlich ein FDP-Mann, der gerade mit 5% gewählt wurde und dann mit Hilfe der AfD an die Macht kam, für 2 Tage oder 3 Tage, da ist es halt, das hat Annegret Kramp-Karrenbauer letztendlich den Job gekostet. Und da war sie weg. Also ich finde den Ansatz von Angela Merkel eigentlich auch total richtig. Ich glaube nicht, dass man einen Kanzler sich selbst irgendwie aussuchen kann, sondern das muss man schon aus eigener Stärke werden können. Und nicht, weil halt eine scheidende Kanzlerin einen dazu macht. Wir müssen noch über einen anderen Herrn reden. Markus Söder ist sein Name. Er wollte eigentlich Kanzlerkandidat werden. Er wird es nicht. Er steht jetzt mit einigen spitzbübischen Bemerkungen immer wieder hinter dem Kandidaten Armin Laschet. Aber wie bestimmend wird Markus Söder, Frage Birgit, bleiben für die deutsche Politik auch nach dieser Wahl? Er hat ja ihn während dieses Wahlkampfes eine relativ große Rolle aus dem Hintergrund gespielt. Was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht nicht wissen, Markus Söder, der starke Mann aus Bayern, steht auf ziemlich tönernen Füßen. Er hat also das erste Mal eine Wahl schlagen musste, 2018 ein historisch schlechtes Wahlergebnis eingefahren für seine CSU. Und er steht jetzt in den Umfragen für CSU-Verhältnisse unfasslich schlecht und schwach da. Also das wird ein Paukenschlag, dieses Wahlergebnis. Es könnte sogar sein, dass die CSU bundesweit unter der 5%-Hürde bleibt als Partei, was wirklich also eine Katastrophe wäre, auch für das Selbstverständnis dieser sehr stolzen Regionalpartei, aber mit großer, großer bundespolitischer Bedeutung in Deutschland. Das heißt, Markus Söder wird auch geschwächt aus dieser Wahl hervorgehen. Er wird versuchen, das alles bei Armin Laschet abzuladen. Und dann muss er sich um sein eigenes Haus und um Bayern kümmern. Und da gilt dann immer Bavaria first. Und das wiederum wird dem Zusammenhalt einer Koalition im Bund, die ja, das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen, keine Dreierkoalition wäre, sondern eigentlich eine Viererkoalition. Weil egal, ob jetzt Ampel oder Jamaika, die CDU, CSU besteht letztlich aus 2 Parteien. Das heißt, am Ende wären es 4. Und ich vermute, Markus Söder wird ein sehr unangenehmer Partner in einer solchen Regierungskonstellation, wie auch immer sie dann ausgeht, sollten die CDU, CSU daran beteiligt sein. Und er wird sich in erster Linie darum kümmern, sein Standing in Bayern wieder aufzupolieren. Das lässt heftige Kämpfe nach dem Wahlkampf erwarten. Peter Dausen, jetzt haben wir über viele Koalitionsvarianten geredet. Eine 2er-Variante kommt ja offenbar nicht in Frage oder wird nicht erwartet. Ja, die wird nicht erwartet, aber es wird wenig darüber geredet. Aber gerade deshalb kann sie womöglich kommen am Ende. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn die beiden Dreierkonstellationen, die wahrscheinlichsten sind, wenn die sich verhaken, weil auf der einen Seite die FDP nicht in der Ampel will und die Grünen nicht in ein Jamaika-Bündnis, dann gucken wir uns nochmal das Wahlergebnis an, dann werden wir wahrscheinlich eine große Koalition, wird möglich sein und die SPD wird sie anführen. Die CDU möchte ich dann erleben, die SPD in den letzten Wahlkämpfen immer irgendwie sozusagen versucht hat, bei der Ehre zu packen, aus staatspolitischer Verantwortung, müsst ihr in diese Regierung, die Leute, die sie jetzt irgendwie als links, als rote Socken irgendwie verunglimpfen,
Und sich dann zu verweigern, das kann sich die CDU aus meiner Sicht überhaupt gar nicht leisten. Die Frage ist nur, der SPD wird es auch Debatten auslösen, aber wenn man so eine große Koalition führt, ist es was ganz anderes. Und wenn es, was Sie als Schlagwort gerade genannt haben, es kann ja auch passieren, dass die Linke womöglich nicht in den Bundestag kommt und dann könnten wir am Ende auch vielleicht eine rot-grüne Bundesregierung haben, weil dann reichen sowas wie 42-43% in der Summe, um die Mehrheit der Sitze im Bundestag zu erreichen. Auch das könnte eine Überraschung am Wahlabend sein. Gut, wir werden die Frage jetzt nicht definitiv beantworten können, aber kommen wir nochmal zu den Inhalten. Wir müssen in eine bilanzierende Schlussrunde gleiten, gewissermaßen. Birgit, was braucht Deutschland? Ich habe zu Beginn gesagt, man muss sich um Deutschland keine Sorgen machen. Vielleicht doch, die Digitalisierung ist stecken geblieben. Die Infrastruktur dieses Landes lässt ein paar Lücken erkennen. Der Schwung, den Deutschland eigentlich bräuchte, da gibt es Konsens bei uns, auch bei den Grünen vor allem, der Aufschwung, in welche Richtung sollte er gehen? Also zwei große Themen, das hat man auch in der Corona-Pandemie ganz, ganz deutlich gemerkt. Also jeder, der ein Schulkind im Homeschooling hatte, hat festgestellt, dass es mit der Digitalisierung an allen Ecken und Enden und auch mit der Digitalisierung an Schulen wirklich krankt. Also da muss es sofort und schnell und massiv einen Innovationsschub geben. Man muss sich vorstellen, man steigt in den Flughafenzug in Berlin und fährt zum neuen Hauptstadtflughafen und 2,5 Kilometer hinter der Stadtgrenze hat man am Handy kein 4G-Netz mehr, sondern man ist für eine Viertelstunde im Funkloch, bis man dann den Hauptstadtflughafen erreicht. Also das ist kein Zustand für ein Land, das diesen Anspruch an sich selber stellt. Und das zweite große Thema ist der Klimawandel. Und da muss es dem nächsten Kanzler, der nächsten Kanzlerin gelingen, auch die deutsche Autoindustrie ein für alle Mal und endgültig und fix verpflichtend mit an Bord bekommen, um das voranzutreiben. Und auch da wieder große Sprüche. Die Autoindustrie stellt um, VW gelobt künftig nur mehr Elektroautos. Man kann sie nur leider nirgendwo laden. Also mein eigener Anspruch, mir ein kleines Elektroauto zuzulegen, scheitert einfach darum, dass ich im Umkreis meiner Wohnung keine Ladestation für ein Elektroauto habe. Noch ein kurzer Blick in die Welt, Frau Schwarzer. Final Call, glaube ich, das ist der Titel Ihres neuen Buches. Ein letzter Appell an Deutschland, das ja Weltmacht bleiben will und bleiben soll. Sollte es bleiben, aber eben nicht, also kann es auch alleine gar nicht sein, sondern es muss Europa neu entdecken. Und genau für die beiden Transformationsagenten, Klima und Digitalisierung, die Idee, das alleine irgendwie hinzukriegen, das ist ja keine Agenda für zu Hause nur, sondern wir brauchen die Europäische Union und wir brauchen wirklich globale Partnerschaften, um beides zu bewältigen. Und was ich hoffe, ist, dass eine neue Bundesregierung zum einen den Ernst der Lage erkennt, und zum anderen nicht nur überlegt, welche Politiken sind denn richtig, sondern wie müssen wir uns auch anders organisieren? Vor welchen Herausforderungen stehen wir in einem Regierungssetup, der traditionell wirklich in den Silos der einzelnen Ressorts arbeitet und Koordination zwar ein bisschen verbessert hat, aber absolut nicht darauf eingestellt ist, mit multiplen Krisen umzugehen und dann wirklich schnell und entschieden gemeinsam mit europäischen Partnern zu reagieren. Und was wir eben sehen, sind große Umbrüche in der Welt. Und deshalb auch der Titel Letzter Aufruf, weil wir haben jetzt noch die Chance, uns selber so aufzustellen, dass wir gestalten können. Andere stehen schon da und gestalten täglich. Und wenn wir uns zurückziehen und das Feld anderen überlassen, werden wir bei vielen Themen, die uns am Herzen liegen, nämlich eine ordentliche Regulierung für Digitalisierung und Technologie, wenn China seine Macht und Stärke ausbaut als führender Technologiestaat letztendlich, können wir uns ganz viele europäische Regulierungsansätze wünschen. Wenn wir selber die Technologie gar nicht mehr bereitstellen können, ist das wirklich eine Hoffnung, die nicht erfüllt werden wird. Vielen Dank. Christian Ankovic, ein beruhigendes Wort zum Schluss. Österreicher haben mit Apokalypsen Erfahrung. Was können Sie Deutschland zurufen? So gesehen gar nichts. Ich hab das Problem mit Deutsch. Ich habe zwei halbdeutsche Kinder und deswegen mache ich mir ernsthaft Sorgen um dieses Land. Und ich bin nicht optimistisch, sondern eher pessimistisch, weil ich nicht den Eindruck habe, dass die Deutschen sich selber groß gerne mögen. Und damit fängt der ganze Stress schon mal an. Aus dieser mangelnden
Selbstliebe heraus, lässt man sich nicht gut gehen, man lässt ein Land also wirklich verkommen zum Teil. Deutschland ist in manchen Ecken verkommen, so wie Berlin, und ich verstehe nicht, dass das nicht mehr Leute aufregt. Wenn sie noch zwischen Wien und Berlin pendeln, jeder. Berlin ist dreckig, verkommen, kaputt, hässlich und es stört niemanden. Und das ist das Gruseligste an Deutschland. Ein Deutsch, da wäre mir schon lieber, dass sie ein bisschen größenwahnsinnig sind. Das hätte, ja. Ich ziehe nach Wien. Mit diesem Wort. Bitte? Ich ziehe nach Wien, nach diesem Wort. Ja. Gut. Größenwahn Nein. ist dort gepaart mit Sinn, mit Depression, das ist perfekt. Aber. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das Seelenheil Deutschlands steht auf dem Spiel, nicht nur eine Wahl. Deren Ergebnis werden wir in 10 Tagen erfahren. Dann gibt es ein langes Spekulieren wohl über die künftigen Koalitionsvarianten. Wir müssen hier aber hier abbrechen und zum Schluss kommen. Ich bedanke mich zunächst mal sehr herzlich bei meinen Gästen. Und ich darf Ihnen verraten, wie es in unserem Programm gleich weitergeht. Welchen Einfluss haben Lobbyisten und Aktivisten auf die Politik? Auch das ist ein spannendes Thema. Damit befasst sich nun der folgende Film mit dem Titel Geld macht Politik. Die Volksvertreter unter Druck der Lobbys. So die Dokumentation, die nun gleich auf dem Programm steht. Ich wünsche Ihnen noch einen interessanten Abend hier in ORF 3 und ich sage auf Wiedersehen aus Berlin.